Hallo Fußballfans, hallo VfB-Fans. Hier ist wieder euer Ralf Burkhardt aus meinem Trikotmuseum. Heute präsentiere ich euch mein ältestes VfB-Trikot meiner Sammlung. Diese Trikots trugen die Profis vom VfB Stuttgart in den 50er Jahren. Unter anderem sieht man das am schräg aufgenähten Vereinsemblem sowie am durchgängigen Brustring und der aufgenähten Rückennummer. Die Amateure vom VfB Stuttgart spielten Anfang der 60er Jahre und trugen diese Trikots von den Profis auf. Ich habe das Trikot von Peter Schäffler bekommen, der es am 6. Juli 1963 im Kasseler Aue-Stadion beim 1:0-Sieg über den VfL Wolfsburg getragen hat und die VfB-Amateure zum ersten Mal deutscher Amateurmeister wurden.